Wenn man den Stein schufen, das ist eigentlich eine schöne Idee. Da kriegen wir da einen schönen Kontrast zu der Straße hier. Dann machen wir jetzt die Nebenstraßen immer hier mit diesen und die Hauptstraßen mit diesen Steinstufen. Rennen können wir natürlich auch. Wir sehen, Bäume sind auch schon wieder gewachsen. Zumindest sieht es so aus, als wenn da irgendwas gewachsen ist. Das ist ja merkwürdig. Naja. Lassen wir das mal einfach so stehen. Wir kümmern uns nicht drum. So sieht die Kirche auch lustig aus. So jetzt gar nicht mehr. Ja, hier machen wir dann das Ganze so. Und dass wir hier ein Crafting Table haben und wir ein paar Steine mitgenommen haben. So, Blobs. Jo. Scheiße, jetzt habe ich die. Warte, kriegen wir hin. Das waren wie viel? 19, ne? 1, 2, 3, 4. Halt. So, weg. So. Weg mit dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19. So, die können wir wegmachen. Machen wir jetzt mal hier. Machen wir mal hier was in die Truhe rein. So. Dann kriegen wir das hier wieder mit. So. Okay. Dann können wir jetzt hier erstmal den Anschluss erledigen. Möglichst nicht übereinander, weil das sieht doof aus. Aber erstmal nur drei, weil dazwischen müssen wir dann mal gucken, wie es aussieht. Pass mal auf, das machen wir erstmal weg. So. Dann hätten wir hier unseren Anschluss. So. Hier sind wir dann soweit fertig. Brauchen dann nur noch, jetzt habe ich das Holz natürlich da hinten lassen. Ich. Tropenholz. Haben wir hier noch irgendwo Tropenholz? Hier. Ja, sehr schön. Dann können wir hier erstmal ein bisschen von den Steingelumpe reinschmeißen. In unsere Bautruhe. Die schon wieder bald voll ist. Das ist Wahnsinn, was wir hier eigentlich an Ressourcen. Holzkohle hätten wir auch hinten lassen können. Naja, dann haben wir sie hier einmal mit. Tropenholz. Fichtenholz. Eichen, Fichte. Akazie. Tropenbaumsetzlinge. Hier haben wir sie. Wir brauchen Erde. Erde. 10 Erde. Sehr süß. Und mit 10 Erde können wir jetzt natürlich richtig viel anstellen. Passt mal auf. Können wir nämlich jetzt hier so ein Viererfeld machen. Und noch ein Viererfeld. Und ein Zweierfeld. Was doof ist. Also nehmen wir mal das mit und machen das mal hier hin. So. Okay, Tropenbaumsetzlinge. Dann hoffen wir hier mal auf den großen. Hier auch. Und hier brauchen wir gar nicht hoffen, weil hier kommt, wenn, dann überhaupt ein kleiner nur. So. Okay. Damit wächst das dann halt mit der Zeit hoffentlich mal. Mehr Tropenholz haben wir hier wirklich nicht. Nee. Gut. Dann gehen wir mal dem Tropenholz runter. Das Tropenholz hat man ja hierfür. So, nee, das war falsch. So. Ziehen wir hier einfach mal eine so eine Reihe durch. Okay. Dann brauchen wir Fichte. Wir hier nicht noch Fichte irgendwo? Ah, das haben wir schon im Inventar. Okay. Fichtenholzbretter.
Ich sag nicht, wir haben keine. Die haben wir nicht wirklich mit hintergenommen, ne? 14. Ui. Fichten nur jetzt Stufen. Ne, Schwarzeichenstufen. Hatten wir Decke und Boden mit Schwarzeichen gemacht? Ja, war. Ja, das war Schwarzeichen. Okay. Das heißt. Trick 17. 1, 2. Trick 17 ist schon mal falsch gelaufen. 1, 2, 3. Okay. Hier müssen wir dann irgendwie mal einen anderen Block hinsetzen. Holen wir uns mal kurz Sand oder so. So, glups. Mit hier hin. Komm mit. Jö. Dann kommt hier Sand hin. Ist der dritte. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wir das dann oben mit der Bepflanzung machen. Machen wir die bündig mit diesen Pfosten? Ich würde sagen, nein. Ganz ehrlich, nö. Sehe ich gar nicht ein. 4. Ja. Nee, das war 1 zu viel, oder? Das kommt weg. Da wir das nachher eh nicht sehen, können wir hier auch einen Sand hin machen. So. Bisschen ressourcensparend arbeiten. 1, 2, 3. Und den sehen wir dann nicht. So. Gut. 1, 2, 3. Und Sand. Ups. 1, 2, 3. Und Sand. Ups. 1, 2, 3 und Sand. Ups. 1, 2, 3 und Sand. Ups. 1, 2, 3 und Sand. Hier, naja. Und das war ein zu tiefer Fall. 1, 2, 3 und Sand. Yep. 1, 2, 3 und Sand. So, jetzt gucken wir mal 1, 2, 3 und hier. Dann hier wieder 1, 2, 3 und Sand. Gut. Und damit hätten wir dann hier schon mal die Stehe für unsere U-Bahn. Und hier kommt dann unten an die Sandkante. Das? Ah ne, warte mal, das sieht man ja von. Ne, sieht man nicht, da kommt ja dann der Balken drüber. Ist okay. Sup, sup, sup. Sup, sup, sup. Sup, sup, sup. Sup, sup, sup. Dam, dam, dam. Wip, 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 wip. Wow, Variation reingebracht. Seht ihr? Haha. Bauen muss gar nicht langweilig sein. Man muss nur variieren können. Da, da und da. Ja, okay. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen was. Dann können wir hier schon mal die Fackeln anbringen. Die hat man. Ich meine, die Fackeln da. In der Mitte oder? Ich glaube ja, wa? Ne, die Fackeln hat man da. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fände es auch cool, wenn hier noch Fackeln wären, wa? So. Ja, machen wir jetzt einfach mit. Zur Not druckt man die dann später mal ab. Hat sonst gar nicht mehr gefallen. Ist ja egal. Zip und zip. Dann hier und da. Da und dort. Und hier sind wir fort. Denn das gefällt Gott und der Welt. So. Sieht jetzt erstmal ein bisschen rustikal aus, beziehungsweise ein bisschen, ja noch nicht mal rustikal, sondern ein bisschen armselig. Aber das soll uns erstmal nicht stören. So. Gut, das kann man ja dann später hier mal wegmachen. Das ist alles an Baumaterialien, was wir so haben.
Guck mal, hier haben wir noch Schwarzeichenholz an sich. Das heißt, Slabs und sowas können wir noch schön machen. So, Schwarzeichenbretter. So. Okay. Raus, 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 raus. Rein, 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 rein. Und dann springen wir nochmal runter und setzen gleich mal hier den Boden. Mann. So, ich versuche jetzt hier gerade den Winkel rauszukriegen, dass wir das einfach mal so über Knöpfe drücken machen können. Das klappt ja recht gut, wie wir sehen. Dauert zwar ein bisschen länger, als wenn wir das jetzt alles mit der Hand machen, also mit einzelnen Klicken, aber wisst ihr, wer Minecraft spielt, weiß, dass man manchmal Geduld haben muss, um ans Ziel zu kommen. So. Okay, die da drüber, die kann man dann einfach wegkloppen, weil die sind als neuer Block da drüber. Das ist bei Slabs immer ganz wichtig, dass man wirklich so baut, dass die gewünschte Kante also so liegt, dass sie hier mit dem Block oben abschließt, weil dann kann man falsch gesetzte Blöcke ganz gut eigentlich abbauen. Und sowas wie hier jetzt gerade kann man dann nicht so einfach abbauen, weil da müsste man dann nochmal komplett wegkloppen und hätte dann dort nicht mehr das volle Potenzial an Block vielleicht. Trifft das den Nerv der Sache? Ich weiß es gar nicht. Ist mir jetzt auch gerade ganz egal. Denn ich möchte diesen Abschnitt jetzt nur noch fertig kriegen. Damit ich heute beruhigt ins Bett gehen kann und sagen kann, hab einen Abschnitt fertig gedrückt. Ja. Das sieht ja auch wirklich aus. Hopp. Dopp, dopp. Die hier zwischen müssen wir natürlich dann ein bisschen manueller setzen. Aber das ist ja auch nicht so das Problem. Wenn das unten nicht ganz gerade ist, bin gerade am Überlegen, ob man nicht das nächste Mal gleich mit den Schwarzeichenholzblöcken arbeiten. Stich und ergreifen deshalb, weil es dann einfach schneller geht. Da kann man dann einfach mal einmal durchrennen. Fertig ist man. Das werden wir, glaube ich, auch das nächste Mal machen, bei der nächsten Etappe. Dann haben wir nicht dieses blöde Übergesetze. Wir sparen dann zwar nicht Material, wir asen dann ein bisschen mehr Material, aber was soll's. Asen muss ja auch gelernt sein, ne? Sagten früher schon die Asen. Es waren sich natürlich viele, was sind die Asen? Die Asen, das waren eine, jetzt lass mich lügen, Götterfraktion der nordischen Völker, also Wikinger und so. Ich weiß aber nicht genau, was die jetzt bedeutet haben oder so. Ich habe nur mal von denen so ein bisschen gehört. Weil ich gerne auch mal solche Filme gucke oder so. Denn ich finde es halt irgendwie interessant, diese alten Lebensweisen. Deshalb feiere ich auch so ein bisschen Minecraft, weil das hier alles noch so ein bisschen auf, ja, Altertum ist. Auch wenn wir natürlich hier Loren haben mit Kohleantrieb und sowas, naja. Ich glaube, ohne das wäre Minecraft nur halb so spannend, genauso wie mit dem Redstone. Aber es hat trotzdem irgendwie so ein bisschen Fantasie des Mittelalters, möchte ich mal fast behaupten. Und das finde ich halt sehr reizvoll. Und nicht, weil ich hier irgendwie so ein verkappter Hippie bin oder so. Keine Ahnung, was ihr euch da jetzt vorstellt drunter. Aber einfach, weil ich diese Zeit von ihrer Art und Weise her in gewissen Punkten natürlich sehr interessant finde. Zwar nicht in allen, also dass man zum Beispiel seine
Fäkalien einfach auf die Straße entleert hat, finde ich jetzt ein bisschen unappetitlich. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ich sag mal, das war halt damals so die Zeit. Was da? Und da kann man halt auch nicht so dolle meckern, weil wenn es halt der Zeitgeist war, dann war es der Zeitgeist. So, jetzt nehmen wir mal hier Schienen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wollen wir es jetzt machen? Wollen wir jetzt hier Schienen setzen und hier Schienen setzen oder... Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde fast sagen, dass wir dann hier einfach mal so... So, verbinden, okay. Die Antriebsschienen hier nehmen wir mal raus. Nee, das kommt so. Wollen wir mal hier die Strecke so lang. So, und lassen die erstmal hier durchführen. Damit wir wenigstens einen geschlossenen Kreis haben. Normale Schienen, so. Dum, 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 dum. So. Okay, und dann kommen hier. Drei Antriebsschienen hin. Und dort auf dem Boden, wo es nicht geht. Ist ja doof. Was sind wir da? Also dann kriegen die immer noch Strom. Ist ja cool. Und dann kriegen die auch noch Strom. Sehr schön. Das heißt, wir könnten ja vom Prinzip. Warte mal, wir machen hier auch mal Antriebsschienen. Dieselbe Höhe. Hier, hier, hier. So. Wir brauchen da, also hier braucht man ja auch erstmal einen Knopf. Da und da. Okay. So. Wir werden hier viele Antriebsschienen verbrauchen. Merke ich gerade. Aber das ist ja nicht schlimm, wir haben ja unsere Pigmentfalle. So. Die dann auch. Drei weg, einen stehen lassen. Drei weg, einen stehen lassen. So. Kommt hier Antriebsschiene. Die können wir jetzt auch so einfach setzen. So, dann kommt man hier so rum. So, okay. Dann brauchen wir jetzt noch Redstone-Fackeln, die haben wir ja auch mitgebracht. Hier, Redstone-Fackeln. Die reichen, ich weiß es gar nicht. So, 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 so. Dann hier eine hin. Hier, 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 hier. Der Vorteil ist, mit diesem System können wir halt auch schön hier einfach eine Unterbrechung reinmachen und hier eine Seitenstraße weglaufen lassen. Wir haben dann halt hier 3, 1, 3 und das ist halt so eine Breite von so einer Seitenstraße, die wir mal haben. Hier kommt sie im Übrigen weg. So, dann testen wir das nochmal. Wo haben wir die Minecarts? Die haben wir oben da. Blub, blub, blub. Ne, eine Lore brauche ich erstmal. Ja. Und dann gucken wir nochmal. Wips. Wips. So, Lore. Gucken. Dann kommen wir nach da und hier werden wir gebremst und können dann hier gleich weiterfahren.
Und das ist natürlich sehr vorteilhaft, wie ihr merkt. Weil ihr seht, wir kommen dann gleich hier an. Hier bremsen wir wieder. Können wir zurückfahren. Und wir bewegen uns so halt recht flott hier durch den Untergrund. Warte, warte. So, Antrieb. Hier geht's hoch. Da immer rum. Und hier bremsen wir wieder. Ja, dann können wir dann aussteigen. Das Minecart abbauen. Fertig sind wir. So, das heißt, wir haben hier die erste Strecke schon mal fertig. Wir könnten dann natürlich hier nochmal eine separate Strecke machen, wofür auch immer. Wir haben halt hier noch ein bisschen Potenzial, so dass man dann auch diese zweite Strecke hier mit verbinden kann und hier noch irgendwo hinfahren kann oder so. Das heißt, das Ganze ist sehr modular aufgebaut jetzt, wodurch es uns möglich ist, dort verschiedenste Sachen durchzuspielen. So, mein Gott, dahin. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Schluss, weil ist schon wieder spät und ich muss morgen früh raus. Und vor allem haben wir ja was geschafft. Also, für so diesen Blick können wir uns ja schon mal wahren. Ne? Also, Schluss für heute. So, Leute, weiter geht's hier. Wir haben das letzte Mal ja hier unten schon die Schienen so ein bisschen verlegt. Hier waren wir uns, oder war ich mir nicht ganz sicher, wie wir hier weitermachen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal schauen. Wir haben ja jetzt hier haufenweise Gelumpe im Inventar. Dass wir hier mal ein bisschen Platz kriegen. Pass mal auf. Rips, rips. Ups, 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 klappt natürlich wieder nicht. Müssen wir an die Truhe ran. Da haben wir auch keinen Platz mehr, wirklich. Eichenholzbutter, hatten wir nicht nur irgendwo Truhen? Haben wir schon alle Truhen wieder aufgebraucht? Ne, guck mal, hier haben wir noch Truhen. Truhen. Ja, wir bräuchten bald ein Baustellenlager. Das wäre auch mal ganz cool. So, das hier rein, Knopf da rein, Master Staff. Müssen wir jetzt irgendwas... Ja, komm, wir machen dann mal die Minions. Schicken wir dann mal noch los. So, so. Schaufeln. Schaufel, Schaufel. Spitzhacke. Schaufel. Spitzhacke. Ja. Denn wir werden jetzt mal einfach fleißig weiter buddeln da hinten. Oh. Na gut, geh mal hier runter. Wenn du so willst. Pff. Zick mich nicht so an. So. Hier die Ecke, die können wir ja lassen. Da müssten wir ja dann nichts abbauen. Außer natürlich, es kommt da Kohle oder sowas. Was natürlich schon mal richtig geil wäre. Er hat geil gesagt. Ja, hab ich. Hat mir Spaß gemacht. Geil, 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 geil. So, das habe ich ein paar Mal gesagt. Zapp. Also. Wir sind jetzt hier natürlich immer noch fleißig am U-Bahn bauen. Ich weiß noch nicht, wie wir dann hinten bei der... beim Stadttor... möchte ich es mal nennen, oder beim Haupttor, glaube ich, das letzte Mal habe ich es als Haupttor bezeichnet, wie wir dann dort den U-Bahn-Ausgang machen. Vielleicht machen wir den dann einfach in so ein Seitengebäude dann da rein, keine Ahnung. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier richtig schön durchbuddeln, denn wir wollen ja hier auch ein paar Ressourcen vielleicht noch bekommen. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel Eisen, da ist nochmal Eisen, ja, dann gehen wir doch hier mal eins runter. Nehmen wir uns das Eisen. Ach, guck mal, das nochmal Eisen. So, nehmen wir uns das Eisen. Den Sand machen wir dann mal hier weg. Damit wir an das Eisen rankommen. Sandeinbruch. In der Mine. Immer unschön. So, gut. Dann nehmen wir uns den Sand. Und verfüllen hier die ganze Lücke wieder, die wir hier gemacht haben. So. Ja, und da auch. Das können wir ja hier mit dem Sand immer schön machen. So. Ja, das müsste dann die Höhe da oben sein. Sind wir jetzt wieder auf der Höhe, auf der wir waren? Ja. Wir sind wieder voll auf der Höhe. Ja. Schaufel. So. Und Spitzhacke. Warte mal, so. Wäre natürlich jetzt clever, wenn ich die Schaufel einfach mal neben die Spitzhacke legen würde. Dann müsste ich nämlich nicht immer so weit wechseln. So. Nee. So.
Lips und dann dam 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 dam. Ach ja, wie ich diese Abbaufolgen vermisst habe und wirklich vermisst habe. Weil irgendwie ist das immer wieder ganz meditativ, richtig schön. Schön zum Runterkommen nach einem anstrengenden Unitag. Wobei ich gesehen habe, dass ich jetzt bald mal wieder großartig rendern muss, weil ich jetzt so ja 7 Stunden auf der Platte habe und die Platte bald voll ist. Da muss man natürlich dann auch mal wieder für ein bisschen Platz sorgen, weil das ist ja immer das Problem. Ungerendert sind die Videos hier immer ganz groß. Ja, wartet, ist ein bisschen unschön. Nie unter uns selber wegbauen. Ganz wichtig. So, dann machen wir hier mal Sand rein. So. Und weiter geht's. So, wie weit sind wir denn jetzt? Och, wir sind ja schon bald da. So. Oh, ist mal hier so schichtweise. Da hat man wenigstens das Gefühl, dass man ein bisschen vorwärts kommt. Habe ich da gerade Kohle gesehen? Das wäre natürlich sehr gut. Kohle können wir immer gebrauchen. Zap. Und ich weiß natürlich jetzt noch nicht wirklich, wie man den Anschluss hier machen. Das ist ein bisschen voll jetzt. Weil ich demnach auch nicht weiß, machen wir das jetzt wirklich bis ganz da hinten hin, wo das Tor dann hinkommt. Dass wir den Dorfbewohnern hier halt noch eine Hütte hinbauen, wo dann unser, was auch schon, unser Ausgang ist hier oder, Hier sind wir eigentlich hier. Ah ja, wir sind ja jetzt da drunter. Ist okay. Gut. Hier kommt ja dann Holz hin und dann kommt ja da drüber direkt der Bürgersteig. Ich würde mal sagen, wir ziehen das einfach mal bis hinten an die Mauer durch und werden uns dann später mal einen Kopf machen. Zur Not müssen wir dann halt dort ein bisschen zumachen. Ist ja auch nicht das Problem. Ne? So. Und dann hier wieder lang. Machen wir es mal so ein bisschen kreisförmig. Wobei, warten mal, hier. Was sind wir denn jetzt hier? Sind hier, hier haben wir die komplette. Also muss eigentlich hier nur weggebuddelt werden. Ne? Hier muss ja die Höhe bleiben, oder? Warte mal, hier sind wir da. Eins unter dem. Jetzt sind wir hier auch eins unter dem. Ja, dann ist ja gut. Haben wir es ja gerade richtig gemacht. Ah ne, haben wir es nicht richtig gemacht. Hier muss dann ja was hin wieder. Ach, Mensch. So, so. Dam, dam. Dam, dam. Dam, dam, dam. Das kann weg. So, dann müssen wir hier durch. Ja. Naja. Verbauen gehört natürlich auch mal mit dazu. Vor allem, wenn man das über verschiedene oder über mehrere Sessions hinweg macht hier. Aber jetzt nehmen wir erstmal hier die Erde weg. Die stört mich. Kann ich mich gar nicht richtig entfalten hier. Blöde Erde. Zap, zap, dum, 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 da, 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 dum. Ups, ups. Ups, ups, ups. Und hier natürlich auch weg. Mit dem braunen Morast. Da, 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 da. Und somit sollten wir dann hier auch irgendwann mal fertig werden. Ist natürlich wieder cool, wisst ihr? Wir brauchen hier so viel Zeit nur für die Infrastruktur, was es ja jetzt hier ist. Und schaffen von dem, was wir eigentlich schaffen wollten, noch nicht viel, aber das gehört halt mit dazu. Ah, schön kriegen wir auch Blümchen. Ich bin wirklich am überlegen, was wir hier hinten dann hinmachen. Ob wir hier wirklich dann die Siedlung hinsetzen oder ob man die dann Richtung Hafen, eigentlich wäre es Richtung Hafen sinnvoller war, dass man hier nochmal ein bisschen Landwirtschaft oder sowas macht. Vielleicht hier oben den Berg irgendwie nutzt, um dort eine automatische ja, Nahrungsfarm zu machen. Wobei natürlich da irgendwie cool wäre, wenn die sich dann auch selber wieder bepflanzen würde. Bepflanzen. Das wäre schon mal vorteilhaft, wenn man da Wasser anschaltet, dass die Sache geerntet wird, wenn dann gleich danach
automatisch gesät werden würde. Aber ich weiß nicht, ob wir das mit Troppern oder sowas hinkriegen, dass der sowas macht. Das müssen wir dann mal ausprobieren. Ich meine, man kann ja mit Troppern auch Wasser blenden. Soweit ich das jetzt gesehen habe. Vielleicht war das auch nur eine Mod, was ich da jetzt mal gesehen habe, aber glaube ich eigentlich nicht. Vielleicht geht das ja wirklich, dass man das dann so macht. Platz da. Platz da, habe ich gesagt. Platz da. Weg. So, es wird gerade wieder dunkel. Wir machen uns wieder Tag. Beziehungsweise morgen. Wäre auch cool, wenn man das so im echten Leben machen könnte. Ne? Einfach mal die Zeit wieder zurückstellen, ohne dass jetzt alles, was man gemacht hat, weg ist. Nur, dass man wieder so jung ist, wie vor 10 Stunden oder so. Das wäre cool. Da würde man auch endlich mal was schaffen. Da könnte man all die Dinge, die man mal machen wollte, mal machen. Könnte jeden Tag so irgendwas anstellen. Man müsste natürlich dann auch den Bereich der Zeitumkehr einschränken können. Also nicht, dass dann jetzt hier alle produktiv sind. Da macht das ja auch keinen Spaß. Kann man ja gar nicht mit angeben. Aber wie schön wäre das, wenn man dann sagen könnte, du, ich habe jetzt hier in einer Woche für alle Kurse von dem und dem Fach gelernt oder sowas. Oder von dem und dem Studiengang. Oder ich habe jetzt 4 Wochen studiert. Ich bin jetzt Maschinenbauer, Schlosser, was weiß ich. Na gut, Schlosser, da studiert man in der Regel nicht für. Stups! Stups! Stups? Stups. Nee, das ist gar nicht Stups. Das ist ja eine Biene. Stups war eine Fliege. Wir erinnern uns an Stups. Einen kleinen Bruchpiloten. Weil das Tier wahrscheinlich auch mit Stups verwandt sein wird irgendwie. Über 3 Ecken. So was passiert halt, wenn Fliegen auf einer Giraffe sich paaren, dann kommt dann halt eine Biene raus. Oder auf einen Tiger. Dann kommt dann eine Hornisse raus. Weil das Temperament färbt ja auch ein bisschen mit ab, wisst ihr? Sip, sip, sip. So. Dann machen wir hier auch mal noch. Schon wieder eine Schaufel kaputt. Kann ja nicht wahr sein. Immer dasselbe hier. Die Schaufeln gehen kaputt, die Schafe stehen im Weg. Du wirst nicht wieder hier, ey. Wahnsinn. Zip, dip, 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 dip. Kies. Mhm. Kies, Kies, Kies. Unsere Alischer. Ja. So, da haben wir schon wieder ein bisschen Eisen erspäht. Das ist auch ganz gut. So. Da ist mir gerade der Kopfhörer verrutscht. Da musste ich mal kurz die Hand von der Tastatur nehmen. Deshalb sind wir stehen geblieben. Das war jetzt keine Faulheit von mir. Mal nicht. So. So, die Gleise sind im U-Bahn-Abschnitt dort auch schon verlegt. Das ist sehr gut. Die Ausschachterei geht hier auch vonstatten. Wir sehen hier gerade im Endscreen so einen Erdblock mal zerplatzen. Auch mal ganz schön. Haben wir so, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Euch auf jeden Fall dann noch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine schöne Nacht, je nachdem, wenn ihr das Video guckt. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft mit Schulle. Bis dahin. Tschüss.